Ja, gegen 7.30 Uhr ist die Polizei informiert worden, dass zwei Mädchen schwer verletzt worden seien. Tatsächlich wurden hier dann zwei Mädchen mit schweren Verletzungen gefunden. Die wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht, werden dort auch betreut. Bei den Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, dass ein Verdächtiger nach diesem Angriff in ein benachbartes Haus gegangen sei. Deswegen haben wir mit Polizeikräften dieses Haus betreten, die Personen, die drin waren, jetzt mitgenommen, und alles Weitere müssen jetzt die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei ist hier im Einsatz. Wir ermitteln auf Hochtouren, um jetzt mal zu klären, was denn dort genau passiert ist, was die Hintergründe sind, wer die Beteiligten sind. Das wird jetzt alles geklärt.